Hallo Freunde, so ich habe wieder ein neues Spielzeug und zwar einen Adapter fürs Handy, das bei der GS, wie schon mein alter von Kakamoon, ja, das Navigationsgerät ersetzen soll, beziehungsweise da kann ich mein Handy jetzt induktiv laden und das werden wir uns jetzt anschauen, zeige ich einmal. Heute in die Garage begeben, weil da ist wesentlich kühler. Draußen hat es heute 36 Grad. Ja, und das ist da die alte Halterung von Kakamoon. Gibt es auf meinem Kanal auch zum Sehen. Ja, und hier ist das Teil, das neue. Das kann induktiv laden, das heißt, ich brauche kein Kabel dazu. So, machen wir es einmal auf. Ich brauche den Kameramann. So. Ja, genau, und kein Licht. Typisch, ja. So, jetzt geht es. Ich muss ein bisschen improvisieren. So, das Teil ist von Amotop. Ja, sehr spartanisch verpackt. Schauen, machen wir es jetzt einmal so. So. Jetzt mache ich das einmal aus. One-Man-Handschuh. So, schauen wir uns das einmal an. Ja. Sehr wertig. Ja, da war Gummi drin. Da muss ich einmal um. Ja, da könnte das mal mit verkabeln auch. Ja, da habe ich die Anschlüsse beim Navigationsadapter. Ist auch gummiert. Das heißt, dass es nicht nass reingeht. Ja, das gefällt mir schon mal gut. So, nächste Action. Action mit einer Hand. So, jetzt probiere ich das da einmal. Das alte Teil runter zu bekommen. Sperren wir mal auf. Das Kabel mal rüber tun. Na, servus. Das ist so wie der Kakamoon. So. Jetzt schauen wir mal das neue erst fix schon wieder. Aber gut, müssen wir improvisieren. Einmal durch die Gegend gehen. So, es wird Licht. So, und jetzt schauen wir mal das mit einer Hand reinbringen. Zack, zack, so sollte das funktionieren. Schauen wir mal. Aha. Ja, schau, halt schon. Verriegeln. Zack, und halt. Perfekt, das ist so. Ja, war schön. Und jetzt ist halt noch interessant, ob es lädt. Ob das induktive Laden auch funktioniert. Ja. Ich mache das heute mit dem Handy. Ja, jetzt werde ich das Handy mal aufmontieren und drehe die Kamera um und dann zeige ich euch das. Und dann sage ich euch, was rauskommt. So, jetzt ist es montiert. Halt perfekt. Und was mich ganz dabei taugt, ich kann meine Handyschutzhülle oben lassen. Ich brauche es nicht oben tun. Und es lädt. Wunderbar. Ich brauche kein Kabel mehr. Ich brauche kein Kabel mehr anstecken. Und vor allem, es hält besser. Ich schalte das Licht aus.
ist halt besser, da die zwei Beilen dran, das bewegt sich überhaupt keinen Millimeter. Und was ich noch gesehen habe, ist einer, zwei USB-Adapter, das heißt, ich kann mir noch zwei Kabel anhängen und irgendwas anderes laden, was ich brauche. So, das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Vielleicht habe ich wieder was Neues. Viel Spaß noch.